Na denn, jetzt mal die ganze Sache mit Kubikmetern. Wer das nicht so richtig mitgekriegt hat, hier diese Links hier oben, die hier immer erscheinen. Ich werde jetzt gleich mal einen Link dazu anfügen. Dieser Link I erscheint hier, wenn nichts erscheint oder mal mit dem Finger drüber fahren. Wie machen wir das mit Flächeneinheiten? Einheiten. Das ist dasselbe Prinzip. Aber für die, die von da aus nicht gekommen sind, sondern hier neu eingestiegen sind, gucken sich das mal an. Ich habe zum Beispiel 0,6 Kubikmeter und ich möchte in Kubikdezimeter umwandeln. Nicht schlimm. Ich schreibe ganz einfach, weil es Kubik sind, 0,6 mal 1 mal 1 und jeweils Meter ran. Ich muss hier nicht irgendwelche komplizierten Zahlen wählen, sondern einfach mal 1 mal 1. Dann bleibt, kann ich mir die 0,6 nämlich einfach so nehmen. Und dann sage ich, dann wandle ich jedes Meter wieder herkömmlich. Ich werde auch links hier oben einfügen, wie man Einheiten umwandelt, aber gleich mal ganz kurz den Trick dazu. Wandle ich die 0,6 Meter in 6 Dezimeter um. Wie das geht, mal ganz kurz gezeigt. Ich sage 0,6 Meter. 0,6 Meter. Dann schreibe ich die Einer, und das ist nämlich die 0 hier, das ist die Einerstelle, schreibe ich die hier rein und schreibe weiter. 0,6 Meter. Und gucke in der Dezimeterspalte, was ich ja eigentlich haben will, denn es soll ja Kubikdezimeter entstehen. Gucke da einfach, was ist denn das? Ach, das sind ja dann 6 Dezimeter. Da stehen die Einer von den Dezimetern. Ich könnte auch einen Zentimeter umwandeln, dann hätte ich 60 oder Millimeter 600. Aber das wollten wir ja nicht. Wir wollten ja nur diese 6 Dezimeter haben. Das gleiche hier, 1 Meter, die eine Stelle hier rein. Und jetzt schreibe ich bis zum Dezimeter und höre dann auf und sage, okay, das sind 10. Daher kommen die. Und dann sage ich einfach 6 mal 1 mal 1 ist 6 und hänge 1, 2 Nullen dran. Wie das Ganze so mit Kommazahlen oder überhaupt mit Dezimalzahlen funktioniert, hier oben. Gucken, der Link, das Video wartet hier. Drehen wir es mal um, rechnen wir mal von der kleineren Einheit in die größere, also 40 Kubikzentimeter in Kubikmeter. Dann sage ich einfach wieder 40 mal 1 mal 1 und schreibe einfach die Zentimeter dahinter. Hinterschreiben, Leute, seid nicht zu faul. Und dann sage ich mir, das wandle ich um in Meter, die 40 Zentimeter in Meter. Naja, wie mache ich das? Die eine Stelle ist die 0, zack, hier habe ich die 40. Ich möchte aber zu Metern, also gehe ich bis hierher. Und siehe da, die eine Stelle von den Metern steht hier. Und da es die eine Stelle ist, hier kommen dann erst die Zehntel und Hundertstel, sage ich, okay, das sind 0,4 Meter. Ein Zentimeter hier reinschreiben, heißt jetzt bis zum Meter auffüllen. Und es sind 0,01. Wie gesagt, denkt hier oben dran, da könnt ihr die Methode nochmal richtig angucken. So, und dann sage ich bloß noch, 4 mal 1 mal 1 ist 4, das bleibt. Und dann zähle ich die Kommastellen, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5 Kommastellen. Eine von der 4 habe ich schon, 1, 2, 3, 4 Nullen dazu, Komma 0. Dann habe ich es. Jetzt mal, es reicht eigentlich dazu, ne? Jetzt mal eine Übung. Wer Lust hat, macht hier weiter und übt das mal selber. Ich drücke eine Pause-Taste und ihr könnt es dann auch genauso hinkriegen. Also, 24 Kubikdezimeter nach der Methode eben aufteilen in lauter Dezimeter mal Dezimeter mal Dezimeter. Nimmt nicht 2 mal 12 oder so. Macht's einfach. So, wir sehen uns gleich wieder. Drückt die Pause-Taste, schreibt das mal hin und macht das. Bis gleich. Na, habt das so? Ich habe 24 mal 1 mal 1, aber jedes Mal Dezimeter genommen. Ergibt er das? Und dann sage ich, okay, das sind nach irgendwelchen Methoden, wie er das macht, meinetwegen mit der Tabelle, das sind 2400 Millimeter, das sind 100 Millimeter, das sind auch 100 Millimeter. Und dann sage ich einfach 24 mal 1 ist 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nullen dran. Peng, fertig. Jetzt macht mal die letzten drei und wir sehen uns dann wieder. Ich drücke die Pause-Taste. Also, ich werde dann alle drei Aufgaben gelöst haben, ihr hoffentlich auch. Schreibt sie schön ab. Bis gleich. Na, da haben wir es, ne? Hier umschreiben. In Meter, in Meter, in Meter. Und dann nicht scheuen. Ich habe die 15 schön weit rüber geschrieben. Richtig recht, weit rechts hinschreiben. Meter mal Meter mal Meter werden Kubikmeter werden. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kommastellen. 2 von der 15 habe ich schon, denn 15 mal 1 mal 1 ist 15. Und dann 1, 2, 3, 4 noch dazu und dann Peng. Hier das gleiche in grün. Ich denke mal, das reicht, ne? Also, ich werde jetzt zum Schluss nochmal einen Link zu den Quadratzahlen, also zu den Flächenumrechnung anfügen und vielleicht noch zu Einheiten allgemein. Aber ich denke mal, mit so einem einfachen Trick kann man sich viel Ärger ersparen. Man ist immer richtig. Man schreibt ein bisschen mehr. Nur ich sage, Mathe ist hinschreiben. Wer nicht rechnen will und
sich nicht immer alles auswendig merkt, ja, das schreibt es hin. Und was man sieht, das kann man gut rechnen. Denn das sind einfache Aufgaben. Ich wünsche dir was Schönes. Macht's gut, tschüss.